Fakten-TV ist ein YouTube-Kanal mit derzeit 34.000 Abonnenten, der mit Fake-Reaktionsvideos von Fußballspielern vor ungefähr 7 Monaten bekannt wurde. Später wollte er dann seinen Content verändern und Meinungsblogs machen, ohne Erfolg. Die sinkenden Aufrufzahlen und die vielen Deabos, die die neuen Videos von ihm durch den YouTube-Algorithmus schlechter ranken lässt, veranlassten ihn vor 3 Monaten einen Neustart zu versuchen. Er eröffnete einen neuen Kanal, der derzeit 1.300 Abonnenten hat. Dieser ist aber ebenfalls inaktiv. Jetzt kündigte er an, dass man seinen Account auf eBay ersteigern kann. Das derzeitige Höchstgebot liegt bei 100 Euro. Am Sonntag, den 7. Mai, endet die Auktion. Seine Community reagiert nicht gerade erfreut. Habe alles erwartet, aber dass du ein geldgeiler Bastard bist, habe ich nicht erwartet. Nur als Info, das verstößt gegen die AGBs, kann gesperrt werden. Dumme und ehrenlose Aktion, du geldgeiler Spast. Lösche deinen Kanal oder lade einfach nichts mehr hoch. Ich bin gespannt, welcher Content nach dem Verkauf kommt. Es kann natürlich sein, dass der Käufer kein Video macht, sondern nur zum Beispiel den YouTuber-Rang auf dem Minecraft-Server Gomma HD möchte. Bin ebenfalls gespannt, ob der YouTube-Kanal gesperrt wird, weil wie eben erwähnt, es gegen die allgemeinen Geschäftsbedingungen von YouTube verstößt. Was meint ihr, wie hoch wird das Höchstgebot?